der Schwerelosigkeit. Frachtlieferung 782 wird geladen. Er ist an Bord. Schließen Sie sich mir an. Gemeinsam können wir dieses kollektive Bewusstsein aufhalten. Wir können diesem Albtraum ein Ende setzen. Endlich. Ja, machen wir doch sofort. Ich komme sofort. Nicht sie weg hier. Hier drüben. Wir dürfen keine Zeit verschwenden. Wir müssen es jetzt tun. Hallo? What? Wo gehst du hin? Warte! Hallo? 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 Sorry, Isaac. Aber damit konnte ich ihn nicht davonkommen lassen. Ich schätze, ich sollte ihm danken, dass er den Marker gefunden hat. Und wir haben es sogar ohne die Hilfe der USM Baylor geschafft. Ach ja, danke, dass du mir geholfen hast, ihn zu finden. Mein Institut hat schon so lange nach diesem Planeten gesucht. Was Kain nämlich nicht wusste, war die Verstrickung der Regierung in diese ganze Scheiße. Der ganze Planet war ein einziges Experiment. Der Marker? Dieses göttliche Relikt? Von Menschen erschaffen. Sie bauten ihn vor einigen hundert Jahren nach dem Vorbild des echten Markers. Einem richtigen Alien-Artefakt, das man auf der Erde gefunden hatte. Sie buddelten ihn aus, studierten ihn und bauten ihren eigenen Marker. Sie brachten ihn dann nach IG-7 und aktivierten ihn. Du hast die Ergebnisse ja gesehen. Der reinste Albtraum. Sie versiegelten das System und es hätte nie jemand was davon erfahren. Aber dann mischte sich die CEC ein und fing an, den Planeten zu durchlöchern. Das Experiment war noch am Leben. Kain hatte recht, was das kollektive Bewusstsein angeht. Der Marker kann es eindämmen. Aber das spielt jetzt auch keine Rolle mehr, oder? Ich habe den Marker und meinetwegen kann das gesamte System zum Teufel gehen. Wissentlich oder nicht, du hast deine Sache gut gemacht, Isaac. Vielleicht sieht man sich ja mal wieder. Oder auch nicht. Alter. Isaac, ich bin's, Nicole. Du musst mir helfen. Uns helfen. Sofort. Ich bin im Flugkontrollraum. Bitte, Isaac, beeil dich, bitte! Ich liebe dich. What, Alter? Jetzt wird's langsam richtig krank hier. Okay, wir sind da lang. Immer weiter nach oben hier. Und nö, Alter, komm, nö, Alter, jetzt bin ich aus der Nähe hier oder so. Angeblich Tote hilft uns jetzt. Und zwar unsere Frau. Da kann doch wieder was nicht stimmen hier. Isaac, bist du das wirklich? Ich habe nicht mehr damit gerechnet, dich jemals wiederzusehen. Gott, es tut mir so leid. So leid. Was ich getan habe, tut mir so unendlich leid. Ich hatte nie vor, dir weh zu tun. Du musst ihn jetzt zurückbringen, Isaac. Du kannst das Shuttle von hier aus fernsteuern. Mach uns wieder ganz. Mach uns wieder ganz. Hier ist überall Blut.
Okay, speichern können wir nicht. Isaac, was zum Henker soll das denn? Du machst einen Riesenfehler. Das hier ist noch nicht vorbei. Nee, da glaube ich auch noch nicht dran. Rettungskapsel gestartet. Crew Shuttle USG-09. Wiederhole, Shuttle hat Rettungskapsel abgesetzt. Es spielt jetzt keine Rolle mehr. Sie kann ihrem Schicksal nicht entkommen. Niemand kann das. Du hast aber auch einen ganz schönen Arsch, du. Da kommt es. Ich programmiere das Shuttle neu, damit wir zur Kolonie runterfliegen können. Wir sind so nah dran, Isaac. Und jetzt geh. Geh ins Shuttle. Wir treffen uns dort. Okay. Okay, warte mal. Speicher. Da war ein Speicherpunkt. Speichert. Hallo, lass mich speichern. Och, genau. Warte, wie komme ich denn hier so raus? Ja? Okay, jetzt können wir speichern. Das richtige, Isaac. Wir sind jetzt zusammen. So wie es immer schon hätte sein sollen. Ich wusste, du würdest zu mir zurückkehren. Jetzt kann uns nichts mehr aufhalten. Na denn? Okay, wir fliegen runter. Ab auf den Planeten. Warum zur Hölle heißt das Kapitel Tod im All? Leute, warum? Ich bin noch auf dem Planeten. Und Isaac, hol den Marker mit einer der Frachtplattformen aus dem Shuttle. Ja? Nehmen wir doch einfach mal anschließend die da. Die sieht doch gut aus. Oh, Mensch.
Achso, Knöpfe drücken. Alter. Naja, eine geile Optik hat das ja alles, ne? Das ist ja schön hier. Doch nicht mit mir, Kollege. Ich höre schon wieder etwas sehr, sehr, sehr Großes. Und ich schon wieder zu Nu. Okay. Wo ist sie jetzt schon wieder hin? Wollt ihr mich jetzt ganz verarschen? Ich sterbe bald und die macht Party woanders oder was? Nachher die Hand und mithelfen. Hey, hübsch. Hier spricht Sergeant Newman von der PSEC. Wir haben alle Shuttles verloren. Eins ist gerade gestartet, kam direkt wieder zurück und krachte in den Hangar. Es hat dabei ein paar hundert Leute getötet und alle verbliebenen Shuttles zerstört. Wenn jemand das hier hören kann, dann landen sie nicht hier. Nicht hier landen! Oh, zu spät. Shop. Haben wir noch irgendwas? Munition kaufen. Ganz viel Munition kaufen. Ich glaube, das wird hier nämlich noch ziemlich höllisch. Oh. Ja. Mal noch einen Knoten zu verteilen. Noch ein, außer den, den wir aufbewahren. Ja. Na komm, also lassen wir es dabei. Machen den jetzt im Bar. Und safe hier. Hallo? Okay, das jetzt nicht.
Gehen wir einfach mal durch. Wird nicht lustig, ne? Okay, hier kriegen wir halt Stasi-Modul. Initialisiert. Unbekannte Bioform im Sektor registriert. Sicherheitsdienst wurde informiert. Body! Schon wieder so einer. Oh, habt ihr alle zu viel Ecstasy geraucht oder was? Und so den Arsch offen hier. Thank you.
Oh, was? Wo ist das dafür? Da. Das Stasi-Modul. Wow! Ja, wir gehen einfach da durch. Kann ja auch nicht viel schlimmer sein wie die andere Seite. Ja, komm, der Tackel. Der Tackel war. So. Wo ist jetzt weiter hier? Vor allen Dingen Energie. Warum habe ich das Gefühl, dass das nicht gut ausgeht hier? Eintritt Schwerelosigkeit.
Das ist eine Achterbahnfahrt hier. Yay! Warum eigentlich immer wir? Hä? Warum? What the fuck? Oh, Alter. Nö, komm. Ihr seid alle sowas von scheiße. Ehrlich. Ohne Zweifel.